So, wir spielen Pokémon Platin in der lieblichen Randomizer Nuzlocke Challenge. Und für alle, die diese Challenge nicht kennen, werde ich sie kurz erklären. Also, wir spielen Pokémon Platin Randomized und ja, wir dürfen nur das erste Pokémon auf der Route fangen. Wenn unser Pokémon stirbt, bleibt es tot. Und wenn alle Pokémon tot sind, haben wir verloren. So. Wir dürfen auch nur das erste Pokémon auf der Route fangen. Und ja, das war's. Nein, wir brauchen keine Hilfe, Prof. Nein. Ja, diese Welt fehlt von Pokémon. Wesen bewohnt über Pokémon. Wusstest du, das Spiel ist Pokémon? Ja. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Oh, fuck. Oh, da musst du jetzt gerade mal meine Maus reinbewegen. Spiel das nämlich eigentlich mit dem Controller. Und ja, manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr über diese Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, wie in Dark Souls werden wir hier das Mädchen spielen. Dark Souls werde ich hier auch den gleichen Namen verwenden. Wir nennen uns so. Ja, sind wir. Ah. Unser Freund. Wir nennen ihn Trottli. Ja, so heißt er, Trottli. Nun, Alina, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren, da bin ich mir sicher. Genug geredet. Wartet. Und jetzt werden wir geschrumpft und es geht richtig los. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diesen Vermerk, der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte. Diesen Vermerk hat er aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Eibe hinterlassen. Oh, dieser Prof. Und damit beenden wir unsere Sondersendung Frag Professor Eibe. Oder wie ich immer sage, der Pokémon-Professor, hab ich recht? Ihr Jubelstadt TV, wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Och, Trottli. Da bist du ja. Alina, hast du mal TV gesehen? Ja, der Scheiße. Professor Eibe, das ist ein super Mädchen-Typ, der Pokémon erforscht, oder? Ich glaube, ich werde das mal ein bisschen leiser machen. Das ist doch schon ziemlich laut. Ja, so sollte es gehen, oder? Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen und er gibt uns welche ab. Bestimmt. Hey, ist das ein neuer PC? Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, richtig. Also gehen wir zu Pokémon Professor Eibe und holen uns unsere Pokémon. Ich warte da mal drauf. Mach schon, komm nicht zu spät und du musst Strafe zahlen. Ja, ja. Hier war das ja auf X. So, Texttempo 3. Natürlich Stereo, ein Tausch.
Mal und Motiv. Ich glaube das. Grundwissen über Pokémon, bla bla bla. Ihr kennt alle Pokémon, oder? Ich hoffe doch. Also wenn ihr Pokémon nicht kennt, dann wird das ziemlich langweilig, aber... Ja. Trottli ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell weg hinausgesaust. Oh nein! Geh nicht ins hohe Gras, wilde Pokémon können dich angreifen. Das wäre nicht so schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon hättest, aber pass auf dich auf. Klar, Mami. Klar, machen wir. Gott. Der erste Part wird noch ziemlich, ziemlich langsam. Booms! Was? Wie? Oh, hey, Alina. Ich geh zu Professor Eibe. Du kommst mit. Beeil dich. Oh, ich hab was vergessen. Ja, richtiger Trottel. Mit dir reden wir nicht. Die meisten Dialoge sind unnichtig. Ich nehme besser auch meinen Beutel und meinen Zauberbuch mit. Ich bin nicht der Hetze. Ich war halt vertraut auf dich. Und diese Strafe müssen wir übrigens niemals zahlen. Bla bla bla. Bla bla bla. Ich dachte, vielleicht kriegen wir ein Item oder so. Übrigens darf ich im Kampf meine Pokémon heilen. Das ist vollkommen legitim. Alles andere wäre zu schwer für mich, glaube ich. Würde auch keinen allzu großen Spaß machen. Aber die Dialoge werden wir mal lesen und ja, die erste Folge wird wahrscheinlich länger. Oh Mann, bist du langsam! Also gut, lass uns zu Professor Heim ins Labor gehen. Okay. Was? Können wir schon vor Grad, oder? Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keine Pokémon haben. Vertrau mir einfach, ich habe eine großartige Idee. Hör zu, du weißt, dass wir die Pokémon an dich angreifen, wenn du durchs hohe Gras gehst, ja? Also musst du nicht schnell genug von einem Fleck Gras zum nächsten rennen. Bevor ein wildes Pokémon erscheint. Wenn wir rennen, dann können wir sein Game erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Also bleiben wir dicht auf den Fersen. Auf die Plätze! Wartet! Ich bin super wichtiger Professor! Ihr beiden besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr an den Torgrat gehen? Herr Alina, dieser Obi, mit Professor Reich, habe ich recht? Was macht er denn hier? Wird sich nie ändern. Wir werden tausendmal antworten, dass wir Pokémon lieben. Ja, ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne eigene Pokémon. Ich denke mit Schaudern daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Dann verzichte eher ich auf ein Pokémon. Denn ich war es, der unbedingt den Satz durch das hohe Gras gehen wollte. Das nenne ich unehrlich. Ich vertraue euch beiden Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ihr euch getestet habt. Wie dem auch sei, ihr müsst mir versprechen, dass ihr mich nie wieder so gedankenlos in Gefahr bringt. So, wo habe ich nur... Hey, Professor Ivo, ich bin Lucius, der Dämonen von Lucia, wenn meine weibliche Charaktere haben. Sie haben ihre Tasche am See vergessen. Professor, stimmt etwas nicht? Das ist die, du kommst genau richtig, Lucius. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen.
Denn das ist es, worum es in diesem Spiel geht. Pokémon! Dance! Aber diese Pokémon sind auch wichtig für Sie. Sie geben sie ab. Wir leben Seite an Seite mit den Pokémon. Und für jeden kommt einmal die Zeit, um Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man gemeinsam mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beiden ist heute diese Zeit gekommen. Hier und jetzt. Nur zu, öffnet die Tasche und fällt eure Pokémon. Wirklich, Professor Albu? Könnt's kaum glauben. Ich bin so glücklich, dass ich nur grinsen kann. Alina, du darfst zuerst werden. Hey, ich bin ja schon so gut wie erwachsen. So, was werden wir haben? Wir hätten... Wunaira... Voltilam oder... Kaumalat? Ja! Gib mir Kaumalat! Then I choose you, I'm picking this one. Ja, sehr gut. Ihr habt beide eine gute Wahl getroffen. Aber nun hört mir zu. Die Pokémon, die nun euch gehören, sind in dieser Welt nicht vertraut. Und daher ähneln sie euch in gewisser Weise. Da ihr eure Pokémon daher so etwas für Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Zahnkäme aufzusuchen. Und nun muss ich aufbrechen. Nebenbei, ich habe die TMs randomized. Ich glaube... Oh, von der Seite hier aus sieht das aus wie Lucia. Ach ja, das war ja unser Charakter. Ja. Wir haben auch Trainernamen randomized und alles. Klar, klar. Und natürlich müssen wir unserem Pokémon alle Spitznamen geben. Die TMs sind randomized. Oh, das ist Cool Trainer, weiblich, Trottli. Los, Kaumalat. Ich weiß, also vielleicht ein bisschen lame, weil wir Kaumalat haben. Aber wenn wir Kaumalat als erstes Pokémon haben können, ja dann will ich auch einen Kaumalat haben. Selbst wenn ich hier verlieren sollte, verlieren wir nicht, weil das ist der erste Kampf, ich kann nicht allzu viel machen. Aber ich glaube nicht, dass wir gegen Wunaira verlieren. Wunaira ist fucking schwach. Fuck. Du machst mehr Damage, als du tun solltest. Los, Kaumalat! Das wird ein stressiger Kampf. Ah, oh, das wird stressig. Volltreffer. Nein, senkt doch nicht noch mehr meinen Angriff. Bitte nicht. Und ja, die Items hier am Boden liegen sind auch randomized. Und ich glaube, wir haben... Unmögliche Evolutionen sind raus. Oh, geschmeidiges Level up für Kaumalat. Yes! Ist noch eins drin? Ist noch eins? Oh! Wunaira gibt fucking viele EP! Drachenwut! Alter, das Early Game ist gelaufen. Wir haben Drachenwut. Oh. Ich hab Familie und mal Mühle gemacht und mein Pokémon braucht Ruhe. Bin ich bin an Alina. So, ich hoffe, wir können ihm bald einen Spitznamen geben. Was ist denn los, Schatz? Du liebes Bisschen, das hast du alles schon erlebt. Du, Trottel, könnt von Glück sagen, dass ihr auf Professor Eibe getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Schrecklich! Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Alina, ich denke, du solltest Professor Eibe einen Besuch abstatten. Er lebt doch in Zangeme, oder? Da du
jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras doch nicht mehr so gefährlich. Oh, ich hab noch was für dich. Hier, zieh die an. Turbo-Treter! Yes! Wir sind jetzt deutlich schneller unterwegs. Bla bla bla. Halte den B-Knopf. Bla bla bla. Ich werde nicht alles zu vorlesen, aber einiges. Wichtige Dialoge. Wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Aber Professor Eibel sich unglücklich, da bin ich mir ganz sicher. Du und ich, zusammen kann uns niemand was. Nein, du bist dumm. Oh, das war jetzt unfair. Wir können am Anfang direkt zwei Pokémon fangen. Aber wir haben noch keine Pokébälle. Vertrau mir einfach, wenn ich das sage, es ist dir, dann ist es das auch. Das steht sogar auf dem Schild da. Ich glaube nicht, dass das auf dem Schild steht. Was geht hier vor? Oh, du bist es. Der Fluss der Zeit, der sich dehnende Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name. Merkt ihn euch. Bis dahin ruht euch aus. Legendäre Pokémon der wässrigen Tiefen. Lasst mich durch, trete zur Seite. Ein großer Mann will hier durch. Was soll das denn? Was für ein komischer Kerl. Was du nur sagst. Nichts dabei, wir können es gar nicht einfangen. Uns fehlen Pokébälle. Du weißt schon, diese Dinger zum Einfangen. Ohne die können wir keine Pokémon fangen oder mit uns herumtragen. Ob Professor Eibel uns welche gibt, wenn wir ihn jetzt nicht fragen. Du weißt doch, was er gesagt hat. Wenn wir etwas brauchen, sollen wir es ihm sagen. Gehen wir doch einfach mal bei ihm vorbei. Okay, Alina, wir rennen die Wettschöpfe jetzt erstmal. Gewonnen! Ja. Und? Ja. Ich hoffe, dass wir noch unsere ersten Pokémon erfahren können. Und was gibt es denn hier auf der Route? Ein Perlen. Was ich noch sagen wollte. Wenn ich das erste Pokémon auf der Route verkacke, habe ich so Kacke. Das ist korrekt, aber da wir noch keine Pokébälle haben, zählt dieses Perlu nicht. Alle Pokémon entwickeln sich auf Level 40, meine und auch die des Gegners. Und oh, Pi und Skora können wir ja auch antreffen. Das ist aber nice. War es auch eigentlich. Wir werden das Spiel spielen, Spaß mit Pokémon erleben und ja. Hi, ich hab schon auf dich gewartet. Bitte komm mal mit. Der Prof möchte dich gerne sprechen. Ich darf ihn Prof nennen. Er ist mein Freund. Siehst du, das ist unser Pokémon-Labor. Bist du neidisch? Wir gehen einfach durch diese Tür und... Was zum? Oh, du bist der Sabina. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Was soll's, ich mach mich dann vom Acker. Bis dann. Was war das denn? Der Freund hält es ja wie immer heilig zu haben. Nun denn, wie es auch sei, gehen wir hinein zum Prof. Entschuldigung. Ach, ist anstrengend so zu reden.
Na, wen haben wir denn da? Du bist Alina, nicht wahr? Schauen wir uns doch einmal dein Pokémon an. Was ist das? Dein Pokémon hat sich bereits entwickelt. Es war also kein Fehler, kaum Alat in deinen Augen zu geben. Würdest du ihm denn gerne einen Spitznamen geben? Ja, müssen wir. Ich glaube, wir nennen ihn... Ja... Es ist ein männlicher Drache, also nennen wir ihn... Drachen... Boy... Drachenboy... Ja! Als ich euch ertappte, ihr beide ohne Pokémon in das hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert, dass Kinder immer so angestüm sind. Aber du hattest mich schnell umgestellt. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Es verfüllt mich mit Stolz, auf dich getroffen zu sein. Und sicherlich geht es kaum mal an, nicht anders. Sorry. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um kaum mal an zu kümmern. Junge, bin ich froh, dass du nett zu Pokémon bist. Andernfalls müsste ich... ich mag gar nicht dran denken. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück, nicht wahr? Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich dir auf einmal vorstellen. Du weißt doch, mein Name Ivan. Ich studiere Pokémon. Das heißt, ich möchte genau wissen, welche Art von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit die Daten über Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Klar, alter Mann. Klar. Gut geantwortet. Wir haben den Pokédex erhalten. Yes. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, auf die du triffst. Alina, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe dein Pokédex gedruckt, du. Er zusammen mit deinem Pokémon über Route 201 gegangen bist. Wie hört sich das an? Wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt. Man würde sagen, ich bin alt. Und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Unzählige. Das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwartet. Und nun geht ein großes Abenteuer erwartet. Der Professor hat mir ebenfalls mehr vermieden. Daher werde ich ebenfalls ausziehen, um den Pokédex zu finden. So haben wir beide, du und ich, den gleichen Ziel. Ich werde dir später noch das eine oder andere erklären. Verstanden? Jetzt kriegen wir auch Pokébälle, glaube ich, oder? Kriegen wir Pokébälle? Oder müssen wir erst das dumme Tutorial von uns ergehen lassen? Ich habe hier ein praktisches Item, du solltest es mitnehmen. TM27, was wird es sein? Ich glaube nicht. Bla bla bla. Ja, also, das ist sinnloser Scheiß. Den werde ich nicht vorlesen. Na, wenn das nicht, der Professor an technischen Maschinen. Und vielleicht erzählt er noch, dass er selbst gekämpft hat, als er jung war. Dieser Professor. Ja, ich möchte dir ein paar Dinge zeigen. Bla bla bla, das ist ein Pokémon-Center, da können wir unsere Pokémon heilen. Bliblablu. Das ist ein Pokémon-Supermarkt, da können wir Sachen kaufen, wie Bälle, Tränke, Weiler und alles. Bla 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 bla. Weit rein zu sein, solltest du ihm Bescheid sagen, finde ich. Aber wenn du, bevor du das tust, heilet dein Pokémon im Pokémon Center. Damit wird der Weg sicherer. Aber jetzt muss ich los.
ja, was wir tun wollen ist, gucken, ob wir Pokebälle kaufen können, damit wir im ersten Part auch schon unser erstes Team-Pokémon mitnehmen können. Wir kaufen 10. Yay, noch ein Turnierball, yay. So, also wir kaufen noch, wir fangen noch unser erstes Pokémon und dann würde ich sagen, war es das mit unserem ersten Part. Also, was wird es sein? Oh, ein Perlu. Na gut. Also, wir werden jetzt einfach einen Ball vorwerfen und hoffen, dass es drin bleibt. Fuck! Du setzt also Schnapper ein. Ja, das macht unerwartet wenig Schaden. So, jetzt bleib in dem verkackten Pokéball drin. Ich habe keine Lust, mich lange mit dir aufzuhalten, Perlu. Ja? Fuck! Ich bin mir auch nicht sicher, ob es eine... ein Tackle überleben würde. Das ist so das Problem, was ich habe. Ich weiß nicht, wie stark unser guter Drachenboy ist. Yes! Perlu wurde gefangen. Yeah. Ja, wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ja, möchten wir. Wir nennen dich. Guter Name für ein Perlu. Perlu. Wir nennen dich. Hallo, Pearl! Zeig mir mal, was du für Attacken hast. Das machen wir noch kurz in diesem Part. Ja. Oh, der Movepool ist relativ solide. Finde ich gut. Ja, das gefällt mir. Also, mit Perlu kann ich leben. Panzerhaut wehrt Volltreffer ab. Was für ein Wesen hast du? Froh. Ich weiß gar nicht, was das ist. Kann ich aber zum nächsten Part nachgucken. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tüdelü, macht's gut.